Schaden, ne? Hier habe ich Feuerfeind. Geschafft! Ja, aber ich glaube hauptsächlich mit eurer Hilfe. Weil ihr da echt gut Bomben oder was auch immer ihr darauf geworfen habt. Also, das war schon mal nicht schlecht, gell? Na los, meine Herren. Etwas die Munitionskapazität von dem Ding ist auch viel besser jetzt. Ich würde dem Gerät gerne jetzt 5 Schlitze. Was haben wir denn da? Niederschlagskraft. Braucht das verstaue ich für später. Ich weiß aber, hier gibt es noch mehr. Wir haben noch ein bisschen Teile abgeschossen. Ich weiß gar nicht, wo wir hier angefangen haben. Guck mich erstmal ein bisschen um, wa? Kleine Raufereien sind gut fürs Gemüt. Da hinten ist noch was. Alte Vorratskiste. Ich komme gleich zu euch, keine Panik. Die Geräusche hier sind immer noch sehr merkwürdig, aber das ist, glaube ich, knarzendes Metall. Oh, hier fliegt. Hier fliegen sogar schon wieder. Achso, Schmetterlinge, ja, okay. Sorry. Dem nicht hier vorne irgendwas abgeschossen? Aber anscheinend war das nicht zu ernten. Ja, das ist ja Ernte jetzt. Seht euch all die Glimmer an! Sonst ist hier nichts. Ne, da hinten ist noch irgendwas, aber das ist weg. Okay, dann hier. Die Glimmer gehören euch. Du weißt, dass wir... Geht es euch gut? Mehr als nur gut, dass... Du... Wir haben's geschafft! All die Glimmer, die wir uns nur wünschen konnten. Und das alles dank dir. Wirklich rührend. Aber wir können uns einfach, also, schnappen, wofür wir hier sind, und abhauen, bevor noch mehr von den Dingern auftauchen. Hey, hey, Scherbenzähler. Man wird sich wohl noch freuen dürfen. Aber wir sollten wohl unsere Freundin mit dem Feuerhaar gehen lassen. Sie hat hier unten noch was zu erledigen, nicht wahr? Oh, stimmt ja. Brauchst du Hilfe? Ab hier komme ich alleine klar. In Ordnung. Wir bringen ein paar Glimmer nach oben. Ruf, wenn du uns brauchst. Danke. Ach, ich finde die drei eigentlich sympathisch, bis auf den Scherbenzähler. Der ist scheiße. Den mag ich nicht. Der ist ein Arsch. So, warte, ich muss da drüber zu die Tür. Hier ist nichts drin. Außer Geräusche. Nö. Aber das war original ein Monster von Loch Ness, oder nicht? Wo war die Tür? Hallo? Tür, da Tür. Da Tür. Und ein paar Pflänzchen. Sidon sollte irgendwo hinter dieser Tür sein. Zeit, ihn nach Hause zu bringen. Das nehme ich gern mit. Oh, Posi, ich bin da. Wo bist du? Put, 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 put. Kleiner Posi. Posi, wo bist du? Mama wartet auf dich. Okay. Poseidon sollte sich in einer Art Prozessor verstecken. Ich brauche eine Konsole, um Zugriff zu erhalten. Das ist ganz schön geschafft aus, Mädchen.
Okay. Viele Prozessoris. Da. Die Konsole sollte ich nutzen können. Ich kann es nicht. Ich kann diesen Ort nicht aufgeben. Ich lasse alles auf Standby. Das System kann Jahrzehnte laufen. Vielleicht sogar Jahrhunderte. Es ist mehr als unwahrscheinlich. Doch vielleicht wird eines Tages jemand diesen Ort wiederfinden. Und sein Licht und seine Wunder bestaunen. Seinen Reichtum und grenzenlose Möglichkeiten entdecken. Ihn zu seinem eigenen Traum machen. Letztendlich, wenn diese Stadt mir eine zweite Chance geben, wenn Wasser in einer Wüste fließen kann, ist alles möglich. Er hat recht. Ja, das stimmt. Im Klimaanlagencode versteckt. Also muss sie jemand über ein Thermostat-Interface eingefügt haben. Eigentlich ziemlich witzig. Kennst du diese Holo-Werbung für die Höhlenmänner-Revue in Wodka? Naja, ihre Lindenschurze sind verschwunden. Das lief fast eine Stunde, bevor wir es abgeschaltet haben. Aber Spaß beiseite, das darf nicht nochmal passieren. Ich habe die Umwelt- und Holosysteme geprüft. Sie scheinen in Ordnung zu sein. Sieh in deiner Schicht doch mal den Wasser- und Filtrierungscode an. Ich will mir gar nicht ausmalen, was passieren kann, wenn diese Systeme beschädigt sind. Das wäre viel schlimmer als ein paar nackte Neandertaler auf dem Strip. Oh, hat einer ein Virus eingeschleuzt. Posi! Hey, da bist du ja. Kommst du mit Mama nach Hause? Du warst ein böser, böser. Poseidon, kommst du bitte mit, ja? Ich will dich nach Hause bringen, Poseidon. Zu Gaia. Mutter, halte Wasser, führen Sie ihr zurück. Elisabeth Sobek, Alpha Prime. Masterüberbrückung aktivieren. Stelle Originalcode für Poseidon-Unterfunktion wieder her. Okay. Und jetzt zurück damit zu Gaia. Ich hoffe, Zenith geht mir jetzt nicht auf den Sack. Nicht, dass die mir alle abluchsen und dann muss ich die nachher alleine besiegen. Die Unbesiegbaren. Oh, bitte nicht. Systemneustart eingeleitet. Durch das Wegnehmen von Poseidon wurde wohl das Energiesystem neu gestartet. Oh. Das könnte gleich wunderschön oder echt beschissen werden. Ich lass mich überraschen. Morland und seine Crew sind bestimmt wieder oben. Mit allen Glimmern, die sie tragen können, wette ich. Wie geil ist das denn bitte? Wow. Ja. Sauberer werde ich hier draußen nicht mehr. Herr Chen, wir haben es wiederentdeckt. Es existiert noch. Dein Las Vegas. Ja, das ist einfach hier untergebaut. Richtig geil. Und richtig schön. Alter, also technisch so fortgeschritten, dass das nach 1000 Jahren immer noch funktioniert. Und das, obwohl hier alles unter Wasser stand, ne? Das ist schon eine Meisterleistung, möchte ich sagen. Der Ingenieurskunst. Das kommt in meinen Vorrat. Richtig schön. Thank you.
Jetzt muss ich wieder hochkommen, ne? Schwimmen war ja einfach. Jetzt müssen wir klettern. Dazu voll toll. Bin hart begeistert. Ein Aufzug. Morland muss ihn vor der Überflutung gebaut haben. Geht vielleicht noch. Wäre schön, nicht klettern zu müssen. Erwartet hier gleich was. Hä? Ach nee, wir sind oben. Ach, ich dachte, wir kriegen jetzt noch eine Show oder sowas. Ach, ja. Wo sind die denn? Was immer sie getan hat, es hat die ganze Stadt zum was Laufen. Was ist da draußen los? Ist das ein Adler? Wie viel hat das alles gekostet? Die Show, die mein Opa immer wollte. Noch einer. Sein Traum war erfüllt und das Erbe seines Opas gesichert. Der Held blickte auf das Meer an Wüstenlichtern. Zu Tränen gerührt. Ach, als ich die Glimmer als Kind sah, hätte ich sie mir nie so vorgestellt. Vielen Dank, Aloy. Hast du gefunden, wonach du gesucht hast? Hab ich. Und jetzt muss ich weiter. Oh. Komm gerne wieder, wenn du kannst. Ich hab mit diesem Ort Großes vor. Ich dachte, du wolltest mit den Glimmern im Anrecht Shows veranstalten. Oh, nein. Das hier ist die Show. Kannst du dir das vorstellen? Dass Leute von überall herkommen, um sich das anzuschauen? Dazu noch Essen und schöne Unterkünfte. Und natürlich verschiedene Unterhaltungsangebote. Vergiss nicht, die Glücksspiele. Da stecken jede Menge Scherben drin. Ein neuer Traum, was? Ich hoffe, ihr macht ihn wahr. Lebt wohl, meine Herren. Dieses Stöbern wird in die Geschichte eingehen. Und das dank dir. Wenn Morland und seine Crew bleiben, sollte ich vielleicht später wieder vorbeischauen. Jetzt muss ich Poseidon zu Gaia zurückbringen. Aber zuerst sollte ich diese Ossarambastarin finden, die allein draußen ist. Mit meiner neuen Tauchermaske kann ich so tief runter, wie ich will. Wie zu den tiefen Wasserstellen, die ich entdeckt habe. Das war die wohl bisher wunderschönste Quest in diesem Spiel. Wow. Ich bin hart begeistert. Richtig toll. Warum sagt Aloy das so auffällig? Dass wir vielleicht erstmal andere Sachen erledigen sollten. Ich meine, hier ist doch nachher nichts verloren, oder? Weil, ich mir überlege, wie weit die weg ist, das ist schon eine Hausnummer. Ja, bis dahin brauchen wir, glaube ich, noch ein bisschen, ne? Samen der Vergangenheit. Ne, ich will erstmal zurück zum Hauptquartier.
bisschen was von Gaia neu hochfahren. Einfach nur zur Sicherheit, weil was sie hat, kann ihr keiner wegnehmen, ne? Warum genau landen wir eigentlich immer hier? Das finde ich irgendwie nicht so gut. Ich sehe dich, Streiterin. Bitte, setz dich. Lass dir diese Chance zum Handeln nicht entgehen. Falls du jemals schnell Schutz suchst, im Norden gibt es einen alten Tunnel, den die Maschinen meiden. Ich habe oft versucht, weiter hinein zu gelangen. Aber er ist blockiert. Was auch immer die 10 darin hatten, sie haben es weggesperrt. Danke fürs Bescheid sagen. Trockensehnsucht. Ein uralter Tunnel, hä? Vielleicht sollte ich ihn mir ansehen, wenn ich in der Gegend bin. Ja, vor allem die Maschinen meiden den. Der hatte nichts, ne? Nö. Nix für uns. Okay, dann. Entschuldigung, darf ich mal? Darf ich mal? Danke. Mit Sprung übers Feuer. Feuer, Feuer. So, geben wir das einmal ab. Gehen wir nicht davon aus, dass dann irgendwelche Nebenquests verfallen. Oh, das ist neu, glaube ich. Meinst du so? Oh! Du schwingst keinen Hammer, Erend. Versuch's mal etwas sanfter. Meine Wurstfinger sind nun mal nicht sehr sanft, okay? Zurück. Folge der Linie. Rechts, das andere rechts. Ich hab sie gesehen. Aloy hat sie im Norden gefunden. Hab ich dich. Feige Verräter, das nennt man Concussion Beat Party oder so. Das nenne ich Musik. Aloy! Erend, es geht dir besser. Und du bist hier. Es geht nur weiter, wenn du dein Ding durchziehst. Wenn wir schnell lernen, helfen wir dir dabei. Du brauchst jede Hilfe, die du kriegen kannst, hm? Es liegt aber noch viel Training vor uns. Man wird nicht an einem Tag zu einem Jäger. Sieht aus, als hättest du alles unter Kontrolle. Ich sollte das zu Gaia bringen. Gut, wir trainieren weiter. Holen so schnell wie möglich auf. Ich träume schon von Glyphen. Tja. Während du dich amüsiert hast, habe ich mit Gaia versucht, mehr über die Landgötter herauszufinden. Also, so wie ich das sehe, brauchst du dringend etwas Übung. Komm mit. Okay. Zu sein. Es klingt sehr einsam, wenn du mich fragst. Da ist was Neues. Aloy? Weiß ich nicht. Entweder schätze ich das schlecht ein, aber sie klang gerade so ein bisschen verunsichert, so als ob sie das Gefühl hätte, sie wird hier nicht mehr gebraucht. Ich meine, die lernen alle mit ihrem Fokus. Oder hat sie vielleicht ein bisschen Angst. Die fühlt sich bestimmt auch ein bisschen besonders, weil sie die Einzige ist von den Leuten, die sie kennt, die das kann, was sie kann, ne? Vielleicht hat sie auch ein bisschen Angst, dass sie bald nicht mehr die Einzige ist, ne? Wer weiß, wer weiß. So, wir haben neue Dialoge und irgendwas da hinten. Eine Truhe. Aloy, in der Kiste haben wir Vorräte gesammelt. Nimm dir, was du brauchst. Ich bin erstaunt. Boah. Ich nehme alles. Da krieg ich nix. Eine Werkbank. Dann das Rekonstruktions... Die Werkbank ist auch neu, oder? Der Raum sieht jetzt anders aus. Warst du das, Gaia? Ja,
Ich habe die Displays umfunktioniert. Du kannst jetzt die Brutstätten verfolgen, von denen du Daten hast. Was? Wie meinst du das? Nachverfolgen? Wohin? Wir können sowieso nichts herstellen. Und doch hier. Plünderer. Hatten wir die schon? Wieso muss ich die jetzt herstellen? Die konnten wir doch schon, oder nicht? Das geht auch. Breitstund geht nicht. Und Fluchhorn geht auch nicht. Naja, immerhin. Okay, sind auch nur noch 4, die wir dann noch brauchen. Ich weiß nicht, ob wir alle kriegen. Ich werde da nicht rigoros hinterhergehen. Mir ist eigentlich eher das Waffen-Upgrade wichtiger als alles andere. Und dann sag ich mal, apropos Waffen-Upgrade, ne? Hier, der spaltende Scharfschussbogen, ne? Dem können wir, guck mal, hier haben wir Brüllrücken, ne? Und Schnappmaulbeutelgewebe, ne? Da haben wir mal einen rein, ne? Da haben wir mal Stufe 2 hier. Über Spannenzorn, na endlich mal hier, du. Zielgeschwindigkeit beim nächsten Mal auf 65 können wir sogar. Oh, mach ich gleich mal. Oh Mann, der wird aber richtig. Was brauchen wir jetzt? Panzerschnapper, Panzerbolzen. Panzerschnapper. Und Schnappmaul-Primärnerv. Na, das wird ja nur lustig. Na, aber immerhin schon mal gut jetzt auf Schaden, ne? Das können wir nicht. Und die Beutel wollte ich machen. Haha. Ich habe keine Fähigkeitenpunkte. Achso, kriege ich ja gleich erst. So, jetzt können wir noch eine Quatschrunde machen. Die Alten bemalten ihre Gesichter also mit etwas namens Make-up. Wie die Kaja. Wieso? Keine Ahnung. Hier hat sich wohl jemand eingerichtet. Wie ich sehe, hast du Vars und Zoes Zimmer gefunden, Aloy. Ich glaube, sie wollten ein Privatquartier. Verstehe. Ja, wer muss ja die Erde wieder bevölkern, ne? Irgendwer muss ja die Erde wieder bevölkern. Was kommt jetzt? Hologramme. Gaia, sagtest du nicht, die Daten hier seien verloren? Ich konnte aber die Vorrichtung so umfunktionieren, dass sie Daten speichert, die du auf Reisen gesammelt hast. Sehr gut. Das ist wichtig. Das ist wirklich, wirklich, wirklich wichtig. Guck mal, da ist... Ist das so eine komische Pflanze? Oder ist das die Odyssey? So, was für ein Hologramm? Ein Shuttle. Ah. Wie das, was ich bei Far Zeniths Startanlage hochgejagt habe. Bar wirkte ziemlich an Raumfahrt interessiert. Er wollte wohl ein Andenken. Vielleicht geht's im dritten Teil ja wirklich ins Weltall. Vielleicht jagen wir die Far Zenith-Bastarde dann hinfort und damit die nicht wiederkommen, fliegen wir dann dahin und löschen die aus. Anstatt dass die uns auslöschen. Ha. Erend hat sich hier wohl eingerichtet. Hier ist. Hier blinkt überall zwischendurch. Dinosaurier? Zu. Also zwei Türen sind hier noch zu. Das ist ein Lager. Ha. Hier scheint jemand umgeräumt zu haben. Aloy, wie ich sehe, hast du dein Zimmer gefunden. Deine Gefährten dachten, du würdest dich über etwas Privatsphäre freuen. Sehr rücksichtsvoll von ihnen. Oh, super. Die ist so ein bisschen so... ja, super. Was ist denn mit der? Wieso freut die sich denn nicht? Oh, ein Speer. Mein alter Speer. Rust hat ihn mir gebaut. Als mein Training beendet war. Scheint eine Ewigkeit her zu sein. Als Val mich nach dem Hades-Testlabor fand, dachte ich, da wäre Rust. Er würde wohl nichts von dem hier begreifen. Oder von dem, was ich tun muss. Trotzdem. Ich wünschte, er wäre hier.
Ja, wenn er nicht wäre, wärst du nicht hier, ne? Ich trage Elisabeths Anhänger seit Monaten mit mir herum. Doch da wir eine Weile bleiben werden, verstaue ich ihn hier, wo er sicher ist. Elisabeth hat ihr Vertrauen in Gaia gesetzt. Und Gaia setzte ihr Vertrauen in mich. Wenn ich alles schaffe, die Unterfunktionen beschaffen, Fall Zenith besiegen, die Welt heilen, wäre Elisabeth vielleicht stolz auf mich. Dieser Anhänger, der ist so markant, ne? Eloy, hast du den mal aufgemacht? Ist da vielleicht was drinne? Ich meine, offensichtlich nicht, aber... Also, offensichtlich hat sie ihn nicht aufgemacht. Aber ich hätte das ja mal versucht. Aber man will sie auch nicht kaputt machen, ne? Das ist das Wegerecht, das Verschaf mir bei der Gesandtschaft gab. Ich mochte ihn. Er war sicher ein guter Mann. Ich glaube, er hat sich wirklich auf sein Zuhause gefreut. Ja, kannst du nicht einschätzen. Er ist innerhalb von 2 Minuten gestorben. Regalas Angriff auf die Gesandtschaft. Die Marschälle umzingelt. Einer nach dem anderen getötet. Erinnert mich an das Massaker bei der Erprobung. Damals im Heiligen Land. So viele Leben verschwendet. Und wofür? So, jetzt haben wir auch eine Vorratskiste. Das ist sehr schön. Ist alles voll? Ist alles voll. Tippitruppi. So, da geht's nach Westen. Da geht's zu Gaia. Hier geht's zu die Treppes. Ich weiß gar nicht, war unten noch irgendwas? Können wir mal gucken gehen. Server. Ach, hier war der Serverraum, ne? Gibt's denn hier irgendwas Neues für uns? Nee, ne? Weiß gar nicht, warum wir hier noch Zugang zu haben. Weil vielleicht macht Gaia hier noch irgendwas auf. Keine Ahnung, keine Ahnung. Ich würde sagen, da machen wir erstmal eine Quatschrunde. Mit den Mädels und Jungs hier. Und dann gehen wir einmal zu Gaia und geben ihr Poseidon. Wird jetzt ein bisschen dauern. Hey. Hey. Hübsch hier. Also, ich habe das nicht gebaut oder so. Stimmt. Ich verstehe, warum du gezweifelt hast, ob du uns mitbringen solltest. Es ist alles etwas viel. Aber keine Angst. Ich komme schon klar. Gut. Gewöhnst du dich gut ein? Val hilft mir dabei, einen Überblick zu bekommen, wenn er nicht gerade schweigsam ist. Keine Ahnung, warum er so nervös ist, wegen der Gaia-Frau oder wegen unserer neuen Utaru-Freundin. Was ist mit der Garde? Solltest du sie nicht im Osten herumkommandieren? Ich schickte einige von ihnen mit einer Nachricht nach Meridian. Ich bezweifle, dass er Val was dagegen hat, dass ich der Retterin von Meridian hier helfe. Talana ist in die Basis gekommen? Eher dran vorbeigekommen. Ich hatte gehofft, sie würde auf einen Drink bleiben. Einzige witzige Kaja, die ich kenne. Aber sie hatte wohl andere Dinge zu tun. Val hat dir also einen Fokus gegeben. An mir sieht er nicht so gut aus, aber bei der Schmiede, was ich alles gesehen habe. Sicher auch viel Schlimmes, weißt du? Das Ende der alten Welt und so. Ich versuche immer noch, das alles zu kapieren, aber ich habe nie ganz verstanden, wie du meine Schwester im Sonnenreich gefunden hast. Jetzt verstehe ich es. Irgendwie. Ich habe das Gefühl, ich könnte nützlich sein. Weißt du? Es braucht seine Zeit, aber...